So, das Modell ist jetzt schon wahnsinnig weiter. Es sind jetzt schon alle sechs Achsen drauf. Ist der zweite Motor drin. Und man kann sogar schon Probe laufen lassen. Das ist jetzt einmal der Antrieb. Die Achsen. Man sieht sogar die Zylinder laufen. Motor, Antrieb läuft eigentlich problemlos über alle Achsen. Was nur ein bisschen Probleme macht, ist die Lenkung. Momentan laufen jetzt nur die zwei Vorderachsen. Man kann aber da, jetzt muss ich das zuerst gleich. Nee. Zuerst einmal auf gleiche Höhe stellen. Und mit dem Schalter kann ich dann die Hinterachsen zuschalten. Was aber noch nicht so ganz richtig funktioniert, weil da vorne irgendwo Zahnradl durchgänge. Ich vermute aber, dass ich das jetzt mit den nächsten Aufbauten stabiler kriege. Weil das bewegt sich alles noch. Und da ist das Problem, dass die Hinterachsen nicht lenkbar sind. Da ein kleines Minus. Da ist jetzt eine graue Leiste drin mit 15 Löcher. Zuerst habe ich gemeint, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber es sind da überall schwarze Leisten drin und ich sehe nirgendwo, dass ich einen Fehler gemacht hätte. Weil das ist alles eigentlich parallel farblich gleich. Also, dass diese Leisten wahrscheinlich falsch geliefert.